Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der neuen Börsenwoche, die am deutschen Aktienmarkt auch durchaus positiv beginnt. Denn der DAX hat bereits vorbörslich schon die Marke von 12.800 Punkten überwunden und damit die Woche mit einem neuen Rekordhoch begonnen. Was für ein Wochenstart, mag man sagen, denn es gab ja gegen Ende vergangener Woche doch viele Skeptiker, die gesagt haben, der DAX wird vermutlich erstmal eine Verschnaufpause einlegen, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Also es geht weiter nach oben und Rückenwind gibt es auch von der Wahl in NRW. CDU und FDP haben gewonnen und das kommt an der Börse offensichtlich gut an und hat ja auch Signalwirkung für die wichtige Bundestagswahl dann im Herbst. Ja, und was die Hackerangriffe betrifft, hier ist das befürchtete Chaos ausgeblieben. Das kommt an den Märkten auch gut an. Man muss auch sagen, es gibt wenig Verunsicherung. Beispielsweise die Börsen in Asien konnten trotzdem zulegen. Ja, und nach oben geht es übrigens auch für die Ölpreise. Also WTI und Brent Crude Oil können zum Start in die neue Woche zulegen. Und das liegt daran, dass sich Saudi-Arabien und Russland geeinigt haben. Es geht um eine Verlängerung der Ölförderkürzung. Das kommt natürlich dementsprechend gut an. Das Ziel ist natürlich, die Preise zu stabilisieren bzw. wieder nach oben zu treiben. Denn viele ölfördernde Länder leiden natürlich unter der aktuellen Situation. Noch vor 3 Jahren waren die Notierungen deutlich über der Marke von 100 Dollar. Und die gesunkenen Einnahmen, die machen den Staatshaushalt natürlich zu schaffen. Darum nun die Verlängerung der Förderkürzung. Und das soll die Preise, wie gesagt, weiter antreiben und macht es zum Wochenstart natürlich auch schon. Unternehmenszahlen gibt es heute wieder, auch wenn die Berichtssaison ja sich langsam dem Ende neigt, es doch deutlich ruhiger wird. Aber ein Unternehmen aus der ersten Reihe fällt natürlich auf. RWE hat Zahlen vorgelegt, ja, und man muss sagen, es gibt ja Licht und Schatten bei den Zahlen. Umsatz und Gewinn sind zurückgegangen. Der Gewinn ist insbesondere auf die gefallenen Preise im Großhandel zurückzuführen. Aber insgesamt lagen die Zahlen über den Erwartungen. Das kommt am Markt gut an und dementsprechend die Aktie heute der größte Gewinner in der ersten Börsenliga. Aktuell, also gut 30 Minuten nach Börsenstart, ein Plus von fast 4%. Ja, schauen wir noch schnell auf die wichtigsten Wasserstände. Der DAX aktuell knapp wieder unter der Marke von 12.800 Punkten. Nichtsdestotrotz weiter mit einem grünen Vorzeichen. Der Dow Jones Index hatte am Freitag mit einem leichten Minus geschlossen. Und ja, und für Euro, Dollar und Gold geht es zum Wochenstart ebenfalls leicht nach oben.